In Zeiten von Homeoffice und Homeschooling verbringen wir immer mehr Zeit zu Hause. Aber trotzdem in Meetings. Und um mal hier meine persönliche Erfahrung mit reinzubringen, bei mir sind das teilweise durchaus bis zu 5 Stunden am Tag. Und immer mehr Schulen haben auch zumindest teilweise Homeschooling eingeführt. Immer mehr Hochschulen machen eine Remote-Session. Ein paar moderne nutzen das Ganze einfach. Deswegen hier die Frage, welchen Anbieter nutzt man? Und kommt mir jetzt nicht mit Zoom, denn naja, eindeutig das Beste. Ich sag mal so, wir schauen uns das mal an. Wir vergleichen hier die 9 meistgenutzten Anbieter, also Zoom, das während Covid so richtig populär wurde, weil irgendwie jeder eine Alternative brauchte, Google Meet, das ehemals Google Hangouts war, Microsoft Teams, das sich aus Skype for Business weiterentwickelt hat, Big Blue Button, das speziell für Schulen und als Lernumgebung entwickelt wurde, Jitsi als Open Source Vertreter, WebEx von Cisco, Whereby, das alles nochmal besser machen möchte, GoToMeeting und Discord, welches eigentlich als Chat- und Gamer-Plattform entwickelt wurde, sich aber mittlerweile ein bisschen ausgehend. Und naja, plus Brave Talk, weil sich den eben viele nach meiner Browser-Review von Brave gewünscht haben. Zuerst mal einige namentliche Nennungen, die es nicht in den Vergleich geschafft haben, falls ihr selbst nochmal Recherche machen wollt oder was unten in die Kommentare schreiben wollt. Starleaf, Hi5, JoinMe, BlueJeans, Amazon Chime, Skype Business, Threema, Nextcloud Talk. Die und noch einige weitere kann ich gerne wann anders noch thematisieren, aber das sprengt einfach den Rahmen dieses Videos. Es wird sowieso schon viel zu lang, ich weiß es auch schon. Ich habe tatsächlich alle diese Tools, die im Vergleich heute drin sind, irgendwann mal während meines Berufslebens testen müssen und einen Vortrag in GoTo, sogar eine Vorlesung mal über Discord, als Zoom gestreikt hat, gehalten. Eine Schulung war auch in WebEx und in Whereby. Verzeiht bitte, dass diese Aufnahmen natürlich nicht genutzt werden können für das Material hier in diesem Video, da sind halt einfach andere Menschen zu sehen. Wir vergleichen Audio- und Videoqualität, Features, Preis, Integration und auch den Datenschutz, denn der verbietet eine legale Nutzung in Deutschland in der Theorie. Oh. Einige dieser Lösungen, namentlich Jitsi und Big Blue Button, aber auch Nextcloud, kann bzw. muss man sogar selbst hosten. Das heißt, man braucht einen Server, wo man sie installiert und anschließend zugänglich macht. Auch wenn sich das immer sehr komplex anhört, es ist zwar Arbeit, aber man kann es lernen. Meine Academy liegt bei Hetzner, die dieses Video heute unterstützen. Bei Hetzner könnt ihr euch problemlos ein System mieten, so leistungsstark, wie ihr das braucht. Neu gibt es jetzt den Root Server AX52, der einen Ryzen 7700 hat. Auf unserem Server läuft nicht nur die Academy, sondern auch einige andere Dienste und auch Jitsi lief eine ganz schön lange Zeit bei uns ziemlich problemlos nebenbei quasi. Das Tolle, bei Hetzner könnt ihr den Standort komplett frei wählen. Wir stehen in Deutschland, was für euch bedeutet, die Websites laden schneller und ihr habt weniger Datenschutzbedenken. Übrigens haben wir sogar eine komplette Tutorial-Reihe, wo ich euch einen ganzen Haufen über Serveradministration zeige. Mit dem Link in der Beschreibung kommt ihr direkt zu Hetzner, also schaut direkt nach dem Video vorbei. Für die Qualität hier einige Aufnahmen, die ihr selbst vergleichen könnt. Abonniert The Morpheus auf YouTube. Test, 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 Test. Hallo, das ist eine Testübertragung. Und das Original zum Vergleich, ist das nicht toll? Mein relativ persönliches Empfinden ist hier, dass Google Meet irgendwie schon am besten aussieht. Discord ist aber auch tatsächlich wirklich weit vorne. MS Teams war von meinem Gefühl her auch sehr solide, genauso wie GoTo. Jitsi und Brave kann man hier eigentlich in einen Topf werfen, da Brave im Hintergrund ein Jitsi Meet ist. Zu den Unterschieden aber nachher ein bisschen mehr. Jitsi ist ziemlich schwankend in der Qualität. Manchmal gestochen scharf, manchmal absolut furchtbar, beziehungsweise sogar komplett ohne Video. Wenn es aber einigermaßen läuft, und das ist der Durchschnitt, liegt Jitsi meiner Meinung nach über Zoom. Ebenso wie Whereby. Leider konnte ich Big Blue Button und WebEx nicht mit mir selbst testen, da es halt keine Testinstanz für 2 Personen gibt. Daher hier ganz unten. Noch was ein bisschen wichtiger in meiner Vergangenheit war aber der Aspekt, wie einfach ein Tool zum Nutzen ist. Klar, wenn ich jetzt eine Vorlesung mit Informatikstudenten im Master habe, meistens kein Thema, aber ich hatte oft Szenarien, wo Kunden, Partner, aber auch Schulungsteilnehmer echt Schwierigkeiten hatten. Teilweise hatte auch ich selbst Probleme und die bestehen noch bis heute. Microsoft Teams zum Beispiel lockt mich aus, stürzt ab, lässt mich nicht beitreten, setzt meine Einstellung zurück, wie es gerade möchte. Manchmal klappt es, leider aber ohne Regelmäßigkeit. Vor allem natürlich, wenn ich selbst Meetings erstellen möchte, ist das super nervig.
Auch andere Teilnehmer hatten immer wieder Probleme. Das meiner Mutter zu erklären, wäre ein absoluter Albtraum. Das kann ich niemandem empfehlen. Ähnlich furchtbar ist es übrigens auch mit Zoom. Wenn ich meinen Bildschirm teilen will, stürzt Zoom beim ersten Mal fast immer ab. Wenn ich meine Kamera in bestimmten Situationen starte, kann ich meinen ganzen Rechner manchmal nicht mehr nutzen, bis jemand beitritt oder ich durch Zufall den Button zum Deaktivieren finde. Das ist grausam und wurde seit Monaten nicht gefixt. Deutlich besser ist es aber mit den anderen. Auf dem drittletzten Platz ist Discord. Discord ist ein kleines Träumchen von der Usability, wenn man die Plattform mal genutzt hat, einen Server hat, alles mal gemacht hat. Mega gut. Aber ich habe einen Discord-Server aufgesetzt für eine Arbeitsgruppe zur Digitalisierung. Das war so mittelmäßig. Niemand hat es benutzt, viele kamen nicht klar, selbst die Einladungen waren schon ein krasses Problem für viele. Man kann halt nicht einfach ohne weiteres einen direkten Link generieren und ein Meeting starten. Man muss einem Server beitreten und man braucht einen Account. Das ist eine Hürde, die schon für viele zu hoch ist. Discord wurde aber auch fairerweise nicht als Meeting-Software gestaltet, auch wenn es sich ganz gut eigentlich dazu eignet. Eigentlich war es ein Ort für Gaming-Clans, vergleichbar zu Teamspeak im Endeffekt. Daher ist das bei Whereby besser, allerdings auch nur das. Whereby erlaubt mir nicht viele Dinge, die ich tun darf, gehen gut, aber ich musste verhältnismäßig viel suchen. WebEx, GoTo und BigBlueButton sind dann nochmal deutlich einfacher. Richtig intuitiv sind da aber eher Jitsi und Google Meet für mich. Ich habe beides mit Menschen benutzt, die alles andere als internetaffin sind. Bei beiden Plattformen war es auch das erste Online-Meeting mit diesen Personen und Jitsi und Google haben klasse funktioniert. Alles andere war schwierig. Apropos Zugänglichkeit, Brave Talk gibt's nicht für Mobile, zumindest noch nicht. BigBlueButton ist nur als eine Community-Implementierung verfügbar. Alle anderen haben Apps, sowohl für Android als auch für iOS. Allerdings mit, sagen wir mal, gemischtem Ergebnis. Während Discord durchschnittlich einfach 4,7 von 5 Punkten in beiden App-Stores abzieht, Google und Microsoft 4,6 bzw. 4,7 bei Google und Apple haben, hat WebEx 4,3, GoTo 4,1 und Zoom sogar nur 3,9 zum Zeitpunkt, wo ich das Skript geschrieben habe. Jitsi ist sogar nur bei 3,7 im Play Store und Whereby sogar nur bei 3,2 von 5 Punkten. Und naja, was soll ich sagen, das kann ich bestätigen. Discord, Google, Microsoft funktionieren als App wirklich gut. Alles andere, not so much. Wenn wir uns aber das alles bisher mal so ansehen, und das ist natürlich hochgradig subjektiv, deswegen gerne selbst probieren. Meine Meinung ist definitiv, Jitsi und Google Meet sind ganz weit vorne. Aber Riesen wie Zoom oder Microsoft Teams sind da jetzt nicht so weit vorne dabei. Aber schauen wir nochmal beim Pricing vorbei, vielleicht ändert das ja alles. Vielleicht kann Zoom ja hier zum Beispiel beweisen, wo all die Kunden herkommen. Nutzt man Zoom gratis, bekommt man maximal 100 Teilnehmer in ein maximal 40 Minuten dauerndes Meeting. Das ist fein, immerhin kann ich ja einfach direkt ein neues machen. Aber es reicht für den Alltag schon nicht aus. Wie oft gehen Meetings einfach eine Stunde? Das ist nicht mal eine Schulstunde, diese 40 Minuten, ne? Niemand macht 40 Minuten. Das ist eine komplett komische Zeit. Aber wäre ein Anlass dazu, die Meetings mal kürzer zu machen? Ich würde es auf jeden Fall feiern, dann wären die endlich mal ein bisschen kompakter. Und wenn ich Pair-Programming mache, reicht auch eine Stunde aber nicht. Ab 140 Euro pro Jahr sind die Meetings dann auf 30 Stunden begrenzt und ihr könnt sie sogar in der Cloud aufzeichnen. Also, wenn euch die 5 GB Aufzeichnungsplatz reichen. Apps gibt's dann auch noch dazu. Für 190 Euro im Jahr gibt's dann ein Upgrade auf 300 Benutzer in einem Meeting. Man kann dann auch noch Webinare und Co. zusätzlich kaufen, sogar bis zu 10.000 Teilnehmer in einem Meeting. Aber das kostet dann halt 77.650 Euro im Jahr. Zusätzliche Whiteboards, Captions, Cloud Storage und mehr gibt's alles gegen Aufpreis. Breakout-Räume gibt's aber immer dazu. Bei Google ist die kostenlose Besprechung mit einer Person auf 24 Stunden beschränkt. Ab 3 Teilnehmern, also ihr plus 2 andere, hingegen ist auch maximal eine Stunde erlaubt. Es können 100 Teilnehmer rein in das Meeting und es gibt sogar Untertitel direkt in Deutsch in der Gratis-Version. Hat man dann Google Workspace, gibt es bis zu 150 Teilnehmer und ein Drive-Upgrade auf 100 GB. Auch Breakout-Rooms kommen erst ab diesem Level dazu.
Discord ist ein bisschen speziell. Wie gesagt, eigentlich wurde es für Gamer konzipiert und es geht eigentlich um den Server, nicht um einzelne Meetings. Auf Discord ist es also normaler, wenn jemand seinen Bildschirm übertragen möchte als seine Kamera. Und das am besten wie ein Gaming-Livestream, also mit Qualität und FPS. Es gibt aber erstmal private Calls, beziehungsweise Direktnachrichten, in die bis zu 10 Leute können. Übrigens können, anders als bei anderen Meeting-Plattformen, mehrere ihre Bildschirme gleichzeitig übertragen und man kann sie auch gleichzeitig sehen. Gerade bei Vorlesungen oder Workshops fand ich das bisher immer eine große Hilfe. Für größere Calls braucht man einen Server, aber die sind auch komplett gratis und innerhalb von Sekunden erstellt. Sie heißen halt nur so und sind nicht wirklich im klassischen Sinne Server. Dort können, glaube ich, maximal 99 Teilnehmer in einen Voice-Kanal, das sind die, wo man quasi ein Meeting haben kann. Offizielle Angaben sind aber hier schwierig und wir haben das irgendwie noch nie gesprengt. Es können aber auch beliebig viele Voice-Kanäle gleichzeitig erstellt werden auf einem Server und es können pro Voice-Kanal beliebig viele den Bildschirm und die Kamera gleichzeitig teilen. Breakout Rooms gibt es ja quasi auch, denn ich kann eben so viele Voice-Kanäle erstellen, wie ich möchte und dann als Admin auch jeden überall hinzuweisen, also hin und her schieben sozusagen. Und für die ganz Großen gibt es auch noch was. Stages. Stages im Meeting-Sinn kann man vermutlich am ehesten mit Webinaren bei Zoom vergleichen. Ein paar Personen sprechen für eine richtig große Menge. Es können aber beliebig viele Menschen auf die Stage kommen, das heißt im Zweifel auch Zuschauer. Wir haben das bei uns auf dem Discord-Server mal getestet und es lief wirklich fantastisch. Das heißt, wir können hier theoretisch bis zu 10.000 Teilnehmer for free haben. Es gibt auch Moderatoren und von denen auch beliebig viele auf einer Stage. Da Stages aber ein vergleichsweise neues Feature sind, gibt es noch kein Screensharing und noch keinen Kamerasupport. Das ist ein großes Manko, wenn man natürlich Webinare oder ähnliche Inhalte erstellen möchte. Aber ich gehe davon aus, dass das noch kommen wird. So, das waren die Gratis-Angebote bei Discord. Jetzt kommen wir ganz kurz zu den kostenpflichtigen. Auch hier ist es ein bisschen komplizierter. Nitro ist für einen Account, also für euch privat und kostet 120 Euro im Jahr. Damit kann man bis zu 4K Bildschirmübertragung mit 60 FPS teilen, was wirklich insane hoch ist und auch wirklich eine hohe Datenrate bei euch benötigt. In Deutschland schwierig. Erfahrung spricht. Für Server gibt es sogenanntes Boosting und hier wird die Preispolitik leider, sagen wir mal, gamifiziert und unübersichtlich. Jedes Mitglied eines Servers kann einen Server boosten. Jeder Server muss einzeln geboostet werden. Mit 2 Boosts, also umgerechnet 10 Euro pro Monat, kriegt der ganze Server 720p 60 FPS Bildschirmübertragung. Mit 7 Boosts, also umgerechnet 35 Euro pro Monat, sind es Full HD 60 FPS Bildschirmübertragung, 256 Kilobit Audio, also so das, was ich als den oberen Standard erachten würde. Obwohl 60 FPS da eigentlich schon drüber ist und 50 MB Datei-Upload für beliebig viele Dateien. Das ist beeindruckend und hier gab es auch schon regelrechte File-Sharing-Discords. Macht das bitte nicht. Discord ist nicht gerade das, was man anonym bezeichnen könnte, okay? Da kommen wir nachher noch drauf. Anyways, für 14 Boosts, also umgerechnet 70 Euro im Monat, kriegt der gesamte Server 384 Kilobit Audio, also eine wirklich gute Qualität für Meetings und 100 MB große Dateien, die man teilen kann, was auch mehr ist, als ich von den anderen Plattformen so kenne. In Zoom kann das zwar der Admin einstellen, aber die Dateien verschwinden nach dem Meeting wieder und so hatten wir schon häufiger mal Dateiverlust. Bei Discord bleibt das ja alles. Okay, schauen wir uns Microsoft Teams an. Hier wird es wieder ein bisschen leichter. Gratis gibt es 30 Stunden Besprechung im One-on-One-Meeting, also wenn 2 Personen im Meeting drin sind. 60 Minuten für Gruppen mit bis zu 100 Teilnehmern, also ähnlich wie eigentlich bei Google. Das reicht für die meisten Sessions und ist ähnlich wie bei Google Meet eigentlich auch ganz solide. 5 GB Cloud und Live-Untertitel gibt es auch. Ab 3,40 Euro pro User und Monat gibt es Besprechungen für bis zu 300 Teilnehmern und ein Limit von 30 Stunden für alles. Cloud-Speicher wird auf 10 GB bei diesem Limit erhöht. Ab 5,10 Euro pro User und Monat gibt es, und das ist natürlich einzigartig, das gesamte Office 365. Aufzeichnungen, Breakout-Sessions, Untertitel in 30 Sprachen und 1 TB Cloud-Speicher.
Am ehesten wohl ist hier Googles Variante vergleichbar. Da gibt es nämlich die Google Docs, die man aber irgendwie immer bekommt, weil die sind gratis. Untertitel und Breakouts gibt es da sowieso for free. Dafür gibt es aber bei Google keine Aufzeichnung und euer Speicher ist natürlich auch kein Terabyte groß. Die letzte Preisstufe von Microsoft liegt bei aktuell 10,50 Euro pro User und Monat und erlaubt Webinare mit Registrierung. Das ist wirklich ein Kampfpreis. GoToMeeting bietet gar keine kostenlose Option. Für 12,50 Euro pro Monat und Organisator gibt es zeitlich unbeschränkte Meetings, ohne das jetzt verifiziert zu haben, wo die Grenze natürlich liegt. Breakout-Räume, 150 Teilnehmer, Slack, Office, Google und Salesforce-Integration ist dabei. Ab 17 Euro sind es 250 Teilnehmer, Aufzeichnung, Transkription, Whiteboards und Notizen. All das gibt es bei den anderen allerdings schon deutlich günstiger. Jitsi hingegen ist natürlich gemein, das zu vergleichen. Es ist ein Preismonster im positiven Sinn. Jitsi ist Open Source. Das heißt, jeder kann den Quellcode einsehen und auch nutzen. Heißt, ich kann Jitsi einfach bei mir auf dem Server installieren und zwar völlig legal. Aber ich muss mich dann selbst drum kümmern und den Server bezahlen. Es gibt aber auch ein sogenanntes Jitsi as a Service, kurz JAS. Für den Preisvergleich habe ich deswegen mal deren Preistabelle genutzt, um das einigermaßen fair zu machen. Denn Serveradministrator plus Server bezahlen kostet in der Theorie ja auch was. Kommt drauf an, wenn ihr es selber machen wollt, ist natürlich günstiger. Bei JAS, welches vom Unternehmen 8x8 oder 8x8 vertrieben wird, das wiederum die Entwicklung von Jitsi bezahlt, kostet die Nutzung umgerechnet etwa 1 Euro für 3 Nutzer. Möchte ich also einen Jitsi-Server, auf dem jederzeit 300 Nutzer können und der nur für mich zur Verfügung steht, kostet mich das auch 100 Euro im Monat. Es gibt aber natürlich noch die öffentliche Version von Jitsi und jit.si. Hier liegt das Maximum an Teilnehmern bei ungefähr 50, was wir mal ausprobiert haben. Naja, sagen wir so, es kommen 50 Leute rein, aber fairerweise ging schon nach 35 Teilnehmern fast gar nichts mehr. Wir mussten die Bandbreite so drastisch reduzieren, dass Videos nicht mehr gingen und unsere Audio über Telefone wahrscheinlich sich besser angehört hätten. Ja, solche Meeting-Softwares brauchen wirklich viel Leistung und wenn ihr euch fragt, warum das andere viel günstiger anbieten können, wenn ihr bei Microsoft ein Abo für 100 User habt, werden ja nicht alle 100 User die ganze Zeit im Meeting verbringen. Die Serverpower kann also geteilt werden. Die Magie der Cloud im Endeffekt. Wo wir aber gerade bei Jitsis Pricing sind. Brave Talk ist ja auch quasi Jitsi, allerdings nicht kostenlos. Gratis ist es bis zu einer Teilnehmergrenze von 4 Teilnehmern, allerdings ohne die Dauer für den Anruf der 4 Personen zu deckeln. Das reicht privat, vielleicht aber auch nur wohlwollend. Selbst privat sind wir häufiger mal 6 Leute im Meeting. Grüße gehen an der Stelle raus an die PowerPoint-Karaoke, die mir die Pandemie versüßt haben. Wäre tatsächlich mal eine lustige Idee für einen Stream. Auf jeden Fall, Brave Talk kostet anschließend für den Host 7 Dollar im Monat. Danach gibt's, Anrufaufzeichnung und mehr mit Hunderten von Personen. Mehr Infos habe ich nicht und leider auch keine 100 Personen für einen Test. Aber es sollte wohl reichen, nehme ich an. Auch BigBlueButton ist Open Source und bietet Self-Hosting an. Und hier gibt es keine öffentliche Version, die man irgendwie so nutzen kann. Also das heißt, hier muss man als Schule oder als Bildungsanbieter wirklich immer selbst dran. Das bringt oftmals Probleme mit sich, wie etwa, dass es einen Administrator geben muss, der alles aktuell hält. Da man eben sonst schneller Hacker auf dem Servern hat, als man Meeting sagen kann. Deswegen gibt es auch für BigBlueButton Hoster, bei denen man sich das Ganze mieten kann. Hier kostet das Hosting etwa 1 Euro pro Benutzer, der gleichzeitig auf den Server drauf möchte. Für eine große Schule also eine nicht gerade kleine Aufgabe. Wenn man das mal so hochrechnet, puh, okay. Whereby ist wieder einfacher. Die Gratis-Version bietet maximal 100 Teilnehmern die maximal 45 Minuten dauernde Meeting-Erfahrung inklusive Breakout-Sessions. Wir kennen das schon. Allerdings dürfen nur maximal 12 Nutzer gleichzeitig ihr Video teilen. Ab 7 Dollar gibt es 3 Räume, also 3 Meetings gleichzeitig und keine Limits mehr auf die Dauer. Der Rest, also auch das mit den 12 Videos, bleibt aber auch bei der kostenpflichtigen Version. Was ich lustig finde, explizit wird damit geworben, dass ab 7 Dollar auch Lokalaufzeichnungen erstellt werden können, also auf eurem Gerät.
Ab $10 pro Monat können 200 Teilnehmer ins Meeting und 24 Kameras können geteilt werden. Das ist immer noch verhältnismäßig wenig, aber mehr gibt's tatsächlich auch nicht. WebEx erlaubt 100 Teilnehmern 40 Minuten in der Gratis-Version, keine Limits auf den Kameras. Breakouts sind auch dabei, ebenso wie Kalenderintegration und Whiteboards. Für 13,50 Euro pro Monat gibt es dann 24-Stunden-Meetings für 150 Teilnehmer, Untertitel, Umfragen und eine Abschrift auf Englisch only. Die wissen schon, dass man das mit der KI auch selbst machen kann, oder? Ich glaube, ich sollte da mal ein Tutorial dazu machen. Anyways, 5 GB Cloud kommen auch noch dazu. Für satte 19 Euro pro User und Monat gibt es dann sogar Verschlüsselung. 200 Teilnehmer und 10 GB Cloud. Wow! Webinare mit bis zu 100.000 Teilnehmern soll es auch geben. Allerdings nur auf Anfrage, die ich mal nicht rausgeschickt habe. Auch hier kommt es also unfassbar stark auf euren eigenen Anwendungsfall an. Discord ist schon immens, was das Pricing angeht, aber natürlich kann ich im kleineren Umfeld vielleicht eher Jitsi bzw. Brave Talk nutzen. Diese Tools bieten gratis schon mehr als manch im bezahlten Umfeld. Aber ich will hier nochmal ganz kurz sagen, dass Discord 10.000 Teilnehmer bei einer Stage erlaubt, die bei Zoom umgerechnet ungefähr 70.000 Euro kosten würden. Für mehr Teilnehmer ist dann wieder Teams ziemlich stark, mit einem verhältnismäßigen günstigen Preis pro User. Dicht dahinter landet aber Google. Schwierig gefallen ist mir die Einordnung von BigBlueButton. Klar, Open Source und Self-Hosting ist toll, aber Strom ist teuer geworden, Meeting-Software braucht viel Pflege und ein Admin und der Server wollen natürlich auch bezahlt werden. Relativ teuer finde ich hingegen WebEx, GoTo und Whereby. Zoom bietet irgendwie wahnwitzig viel an, aber das Pricing ist nicht nur undurchsichtig, sondern auch brutal teuer, wenn man einen hohen Bedarf hat. Okay, nach aktuellem Stand schneiden ja Google, Microsoft und Discord zusammen mit Jitsi sehr gut ab. Leider müssen wir uns auch über Datenschutz unterhalten. Zum Verhältnis, ein Unternehmen, das datenschutzrechtlich problematische Dienste nutzt, könnte auch Probleme mit der DSGVO bekommen und gar nicht mehr als legal in Deutschland gelten. Wenn der Datenschutz Probleme macht, kann ein Tool auch in Schulen einfach nicht genutzt werden. Und das zu Recht. Nehmen wir an, ich habe ein Meeting mit einem Therapeuten und eine Plattform schneidet alles mit. Das sind Daten, die jeder für Phishing, Persönlichkeitsprofile, Erpressung und mehr nutzen kann. Bitte nicht. Wir starten bei Zoom, das oft gerade wegen seinem Datenschutz genutzt wird. Die schicken ja gar nichts in die USA. Naja, doch tun sie halt. Alles, um genau zu sein. Laut E-Recht kann Zoom ausschließlich legal betrieben werden, wenn es selbst gehostet wird. Und das ist exorbitant teuer. Oder aber, wenn es von jemandem in der EU gehostet wird, der es dann weiterverkauft. Auch das ist nochmal um ein Vielfaches teurer, als einfach Zoom zu kaufen. Denn der Hoster hat Betriebskosten und Lizenzkosten kommen noch dazu. Meh. Aber hey, immerhin ist es möglich, Zoom legal zu benutzen. Google und Microsoft bemühen sich seit einiger Zeit darum, dass sie datenschutzrechtlich in Ordnung gehen. Es gab erst jüngst eine riesige Debatte, wonach das Nutzen von Google Analytics oder auch nur das Einbinden von Schriftarten vom Google CDN nicht okay sind. Aber Microsoft hat kein richtiges Okay von der Datenschutzbehörde bekommen, wonach Teams und Office zumindest problematisch und umstritten sind. Lustig, vor allem für unsere Verwaltung irgendwie. Wirklich sicher nutzen, ohne eine Anzeige zu kassieren, kann man sie also wohl nicht unbedingt. Zu GoToMeeting gab es bislang noch keine offizielle Rechtsprechung und das ist das, woran man sich eigentlich immer orientiert in solchen Fällen. Entwickelt wird es von der Firma GoTo, die ehemals LogMeIn hieß, ne? Hamachi LAN Partys, irgendwer? Mit Sitz in den USA und Tracking von IP-Adressen, Mails, Namen und Gesprächsinhalten wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit diesem Anbieter. Nicht, dass ihr die Ersten seid, für die es dann doch eine Rechtsprechung gibt. Und so sieht es eigentlich auch bei WebEx aus. IP, Namen, Mails, Thema und die Beschreibung, aber auch Hardware und falls vorhanden Aufzeichnungen, Chats werden übertragen. Eine Studie ermittelt sogar speziell den Datenschutz bei stumm geschalteten Mikrofonen im Meeting, weil auch dort wohl Audiodaten übertragen wurden. Und aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn man sich die Software installiert, schreibt sie sich ganz schnell auch ganz gerne mal in den Autostart. WebEx ist von Cisco, einem US-amerikanischen Unternehmen und damit
zumindest problematisch, bislang jedoch auch noch ohne Urteil. Und auch in Whereby sollte man wohl keine vertraulichen Unterhaltungen führen. Mails, Chats, IPs, Daten und Aufzeichnungen lagern auch hier außerhalb der EU. Und so kann es problematisch sein, das zu erklären. Ach ja, Datenschutz. Fast noch ein bisschen schlimmer ist Discord. Nachrichten, Audio, Anrufe, Hardware-IDs, teilweise sogar welche Programme sonst noch auf eurem Gerät laufen, all das wird übertragen. Discord weigert sich aber beispielsweise auch vehement, Verschlüsselung zu implementieren oder, noch schlimmer, das Recht vergessen zu werden, wo man nach DSGVO sogar das Anrecht drauf hat, dass alle Daten gelöscht werden, zu implementieren. Selbst Facebook hat das und das lässt Discord nicht gerade gut dastehen. Sie begehen damit halt eigentlich einen Verstoß gegen die DSGVO per Default und das ziemlich offensichtlich. Für Unternehmen ist das ein sehr problematischer Fall und deswegen datenschutzrechtlich schwierig. Das ist aber sogar nochmal ein Video für sich. Naja, was bleibt dann also noch für nicht gerade Gaming-Clans, sondern vielleicht EU-Unternehmen oder Schulen? Naja, Jitsi und BigBlueButton, die beide Open Source sind und selbst gehostet werden können oder müssen. Und übrigens BraveTalk, das quasi ja Jitsi zur Verfügung stellt. Alle drei sollen ohne Tracker daherkommen und wenn man sie selbst hostet, sind sie natürlich auch frei von Trackern. Sie sind damit absolut unproblematisch und jeder kann sie theoretisch gefahrlos nutzen. Auch wenn die Hürde allerdings des Selbsthostens ziemlich groß ist. Nach diesem Video stellt sich ein weiteres Mal ein gewisser fader Beigeschmack zusammen. Wäre es nicht einfacher, einfach das zu nutzen, was gut ist und Privacy zu vergessen? Ich würde sagen, das kommt wirklich auf euren Anwendungsfall drauf an. Wir haben auch einen Discord-Server, den ihr nutzen könnt, um euch auszutauschen. Aber private Gespräche sollte man darauf wohl nicht unbedingt führen. Denn nur einen kleinen Hackerangriff entfernt liegen sonst super sensible Daten von euch. Und ihr wisst, wie viel davon momentan gestohlen wird. Auf der anderen Seite gibt es ja aber auch immer noch Jitsi, was ehrlich gesagt in den meisten Kategorien ziemlich gut abgeschnitten hat. Das ist auch der Grund, warum ich es schon seit einiger Zeit regelmäßig selbst verwende. Man merkt aber natürlich leider, dass den Entwicklern nicht die finanziellen Mittel von Google oder Microsoft zur Verfügung stehen, weshalb einfach auch noch immer viele Unternehmen auf diese beiden Anbieter zurückgreifen. Aber lasst euch nicht von Features blenden wie lokale Aufzeichnungen, die einfach jeder mit OBS selbst anfertigen kann, oder Transkripten, die ihr mit Whisper einfach selbst erstellen könnt, lokal bei euch, ohne Server. Was für euch am Ende am wichtigsten ist, das müsst ihr selbst entscheiden. Aber schreibt mir gerne, was ihr in Zukunft nutzen wollt und wieso. Und über spannende neue Technologien und Plugins erfahrt ihr von mir bald mehr. Unter anderem natürlich auch in Shorts. Und für spannende neue Technologien oder Plugins, das alles kriegt ihr natürlich weiterhin bei mir auf dem Kanal. Also lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.